Hab so geraged, glaube ich dir. Wer hat gewonnen? Wie lange habt ihr gespielt? Ich wäre so gerne dabei gewesen, aber leider habe ich das schon ein bisschen länger geplant mit den mit Quarry und so. Das Spiel sieht so fucking gut aus. Das ist so geil. Es ist einfach ein fucking Film. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Und du, wie geht's dir? Ich... nun, ich... Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich... Schon gut. Perfekt! Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, da war noch eins in Mr. Edges Büro, also... Zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was wollen Sie zum Radio schuppen? Genau, das Telefon ist. Podcop. Wir wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Habt ihr das auch gehört? Shh. Hätte ich es nicht angesprochen, wären die alle gestorben. Im Film sprechen die nie darüber und ignorieren das weg. Dachte Dylan und Ryan wären schon weg? Wartet, ich sehe mal nach. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Podcast halt deine Schnauze jetzt, ich bin sauer. Dass ich mal direkt lachen muss, ich hasse das, ich kann nie ernst bleiben. Ich glaube, sie stirbt. Ich glaube, sie stirbt. Ah! Podcop kann einfach nicht mehr ohne Silke. Ich glaube es nämlich auch. Make your Licht an. Einfach deine Waffe in deinen Scheißhand. Warum knistert das Feuerholz, aber es brennt nicht? Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Ich habe leider nichts zu trinken mehr. Es tut mir leid. Ich habe alles ausgetrunken. Ich trinke nur noch deine Tränen. Weinst du schon, Sophie? Weinst du schon? Weinst du schon? Gut, da bin ich Sid. Bisch ist sehr gut. Ich hätte mich erwischen lassen sollen vielleicht. Oh shit, ich hätte mich erwischen lassen sollen. Das war meine einzige Chance wahrscheinlich. Aber so, ah, ich weiß es nicht, ich bin, oh mein Gott. Oh mein Gott! Hier ist niemand. Finde sie und blute sie. Und meld dich danach, Bobby. Das Bluten ist actually ein Schutz.
Ich weiß es nicht, Greenie. Ich lasse es jetzt voll drauf ankommen. Verdammt, au! Was ist das? Was wollen Sie? Die Waffe war einfach leer. Ich habe nicht mal geschossen. Ich habe absichtlich verkackt, ja. Baby. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps, und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick, was hast du gesagt? Ich habe einen 40 Zentimeter Schlong. Ich habe gefragt, ob du ihn wiedersehen willst. Meine Fresse. Ist das spannend. Ich schütte dir mein Herz aus. Sorg dich nicht um Caitlin. Unsicher, zuversichtlich, zuversichtlich. Ich schütte dir mein Herz aus. Andere Gedanken hat er nicht gerade, ne? Es ist cringe. Hey, sorg dich nicht um Caitlin. Sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Menschen keine 41, perfekt. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passiert. Das ist der letzte Moment, wo ich das fragen kann. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Ich glaube auch, dass das Menschenwolf auffällt oder was das ist. Ich meine, natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. So 30 Minuten. Sag's mir ruhig. Ja, glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick! Kann nicht sein, dass du dumm bist oder sowas? Versteck dich. Los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. Sie lässt einfach die Schrot... Ja, okay. Wir hätten ihr die Waffe nicht geben sollen. Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch. Wir rennen bestimmt nicht mit den Wunden, die er hat. Wir verstecken uns und hoffen, dass er uns erwischt oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Der wird sich zum Schluss in so einem Ding verwandeln. Einfach John Cena erwirkt. Ja, Mann. Holy shit. Die haben es so perfekt gemacht, dass man beides denken kann. Oh ja. Soll es aber den Menschenwolf anlocken, dann lässt er sie nur leben, damit der Menschenwolf spielen und fressen kann.
keine Ahnung. Technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio bringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, Quantenphysik. Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine, also, nicht hier. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du Klugscheißer-Klassenclown? so würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten? Ich habe noch am Anfang gesagt, er ist bestimmt so ein richtiger Dulli, der einfach... keine Ahnung, einfach so ein typischer Nerd, der keine Freunde hat oder so. Und jetzt macht er einen auf cool, weil, ja, ihn kennt da keiner. Wenn wir schlafen, gute Nacht, Marvin, eine gute Nacht wünsche ich dir. Schön, dass du am Start warst. Schlaf gut. Holy shit. Menschenkenntnis 100, nicht 0, actually. Wir hätten versuchen, so einen Buffy einfach. Ah, gute alte Zeit. Denn? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist. Dylan, ich bin Ryan. Glaube ich nicht. Naja, eigentlich bin ich, lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Die Frage ist nur, Bierschiss? Wo ist Pikachu? Das, was ich gerade da im Wald oben gesehen habe, das sah nicht nach Pikachu aus. Das sah eher aus wie, ich picke deinen Schuh ab. Das war Raichu, perfekt. So unterhaltsam er auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf erschreckender Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Wie dein Arsch. Reitschuh, genau. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Zum Funken. Jetzt ist die Frage... Wir haben hier ja vorhin die Tür aufgebrochen, ne? Da. Können wir da rein? Boah! Ja, könnte auch ein Wolverock sein. Kein Wolf im Rock, sondern eher ein Wolf im Nackt. Weil hier war doch irgendwo ein... Geräusche-Ding. Ich wette, ich mach das an und sterbe instant.
Wir müssen hier reingehen, und um auf engen Raum zu sein, damit wir das Ding besser treffen können. Der Flyer lag da noch. Oder was war das nochmal? Jetzt einfach zu schaukeln. Wenn das nicht geht, dann weine ich. Weil alles gut ist. Ach, das ist einfach eine Tarotkarte. Zum heiligen Voodoo-Doodoo ist das. Nimm es. Kann ich es nochmal nehmen? Ich kann es nur angucken. Scheiße. Jacob plus Emma for Summer. Forever durchgeschrieben. Durchgestrichen, for summer, perfekt. Naja. Ab jetzt ist es nur noch Jacob, forever alone. Junge, das sieht so gut aus, das Spiel. Da sind wir dabei. Okay. Einen Moment noch. Tarotkarte hinterm Haus, safe. Warte, okay. Okay, dass wir jetzt loslegen. Was? Oh, huh. Nice. Das so wie, wenn du sagst, bereit? Okay. Ach, ich wusste es. Der Eremit. Okay. 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 Oh, Basti, willkommen zurück. Und Soa, ein wunderschön. Grüß dich. Wie geht's dir? Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Aua, mein okay, Bein klebt voll am Stuhl. Noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Keine Ahnung, warum der immer so grinst. I don't know. Ich weiß es auch nicht. Brauchen wir irgendwas hiervon? Ja. Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H brauchte... mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal?
Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer Podcop. Ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Perfekt. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nee, mit der Innenwelt. In deinem Arsch. Ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln. Um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? It is what it is. Wie ein Notfall klingen. Okay. Der Polizist hört das. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und er redet wie so ein Moderator. Schrecklichen Unfall, Angriff ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und wir brauchen dringend Hilfe, also bitte, hier sind fiese Bären und wir wissen nicht weiter, ihr müsst uns helfen, SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Jetzt ist er so komisch. Schwarmlos. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Wir sterben alle. Ich liebe sie. Marvin, ich liebe sie. Freue mich, dass es dir gut geht. In einer Minute geht's uns scheiße. Er sieht's doch offensichtlich, oder? Ja, nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Was nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Und der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Die haben uns gemeint. Wir wissen nicht, ob sie uns meinen. Ach, bitte, bitte vertrau mir einfach. Auch wenn ich komisch bin, aber vertrau mir. Wir wissen doch gar nicht, ob sie uns meinen. Ich glaube schon. Ich meine, es klang wirklich, als ob es so wäre. Aber das... Das kann nicht sein, oder? Oh, scheiße. Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Perfekt, genau das Gegenteil passiert. Die anderen suchen, okay? Okay. Oh, fuck. Was? Warum warnst du mich nicht, dass da draußen was ist? Alter, sieht das neben der Spur aus. What the fuck? Aggressiv, fick dich. Hä?
Ich komm auf dieses Game nicht klar. Ich will eigentlich nicht mehr, dass er so, dass ich will ihm nicht mehr beglücken, wollte ich gerade sagen. Ich will ihn nicht mehr gut reden. Kann man es etwas steuern, dass er ein falsches Spiel spielt oder nicht? Ja, kann man. Die ganze Zeit schon. So, oder? Lieben, ich werde noch etwas lurken und mich dann in die Falle begeben. Habt noch ganz viel Spaß und ein schönes Wochenende. Schlaf gut und Tenak. Wie ist es schön, dass du noch reingeschaut hast. Schlaf gut und dir auch ein schönes Wochenende. Genieß das Wetter und schlaf schön. Gute Nacht. Guten Akt. Okay, wir hören jetzt auf mit den Spielchen. Wir hören jetzt einfach auf mit den Spielchen. Entweder sie sterben jetzt oder nicht. Fick dich, ich wusste nicht, was es ist. Du hast was gesehen und kommst nicht auf die scheiß Idee, es mir zu verraten, Mann? Hab's vergessen, ich meine, der Funkspruch... Ja, okay, es war ganz anders gemeint, als wir dachten. Okay, wir beruhigen uns. Wir beruhigen uns. Ryan? Alter, der zückt deine fucking Waffe, Alter. Ist das ein Bär? Game macht echt süchtig, selbst nur vom Zuschauen. Heftig, oder? Das ist wirklich sehr gut gemacht. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich wollte schon eigentlich längst aufhören. Ich hätte einfach schießen sollen, oder? Was ist das? Ist das jetzt ein Bär einfach? Bitte. Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Sie sind auf dem Weg, wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Nein! Scheiße! Drück die Taste! Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf! Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens! Geht in eine Hütte! Los, schnell! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Voll vergessen, dass der Menschenwolf taub ist. Also bis jetzt ist echt nur eine gestorben. Und die haben wir mit Absicht umgebracht. I mean, wir sind gut, I guess. Wir töten es. In den Kopf. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaube kaum, dass das Gewehr was bringt. Ängstlich, hast du eine bessere Idee? Was soll es sonst sein? Vielleicht ja doch, was soll sonst sein? Ich weiß nicht, Mann, ich halte es nur für keine gute Idee, mit rauchenden Waffen auf irgendein Supertier loszugehen. Was bleibt uns denn für eine Wahl? Okay, vielleicht sollten wir es echt einfach lassen? Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir es. Rückkopplung. Okay. Oh, das zieht einfach alle anderen an. Okay, komm, Alan. Du schaffst das. Bitte nicht Quicktime-Event. Bitte nicht. Hallo. Hab's gleich. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Irgendetwas fehlt, aber mein Arsch, mein Arsch. Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt.
Parier's. Ich lenke es ab. Klopf gegen die Scheibe. Mach schon, klopf. Okay, klopf doch nicht gegen die Scheibe. Muss das sein? Ja, tu es einfach, tu es einfach! Das Achievement heißt einfach nur eine Fleischschuhe. Hol das Kabel! Was? Hol das Kabel! Das Ding hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Ist das Dach offen da? Das wächst nach. Was muss ich tun? Die Taste. Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Nur eine Fleischwunde. Digga, verbrennt die Wunde. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Oh, ganz schlechte Idee. Oh, ist es sicher? Das, die Atmosphäre, es ist so geil. Ich fühle auch diese Entscheidungskamera-Szenen, ne? Diese Emotionen, diese Leere einfach in den Blicken. Dieses so, I don't know, ich weiß es wirklich nicht, so krank, so gut gemacht. I love it. Machen denen jetzt ein bisschen Angst. Weiß ich nicht. Das Ding ist weg, aber wir haben Jäger über Funk gehört. Was? Ihr Funksignal war zu hören. Ist der Typ auch noch arm dran? Fuck, ist der Notruf raus? Wer weiß, ob ihn wer gehört hat. Klasse. Der kann sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr halten. Was zur Hölle war da oben? So gut zumindest. Oh mein Gott. Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Oh. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Wer ist da? Die kenne ich irgendwoher. Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Die sieht nicht so aus, als würde sie zu den anderen gehören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vertraue ihr nicht. Ich vertraue nur den Hillybillies. Oh mein Gott, Nick sieht gar nicht gut aus. Scheiße, Dylan, was ist das? Nee, das ist nicht Laura. Oh mein Gott. Das ist Dings.
Jacob. Der war doch in Unterhose, oder? Dings, Jacob. Oder? Ich weiß es nicht. Der ist doch nackt rumgelaufen. Warum sollte er da im Pool sein? Warum war da wer im Pool? Sah aus wie ein Frauenpopo. Ja, nee. Kann man Kanalpunkte einlösen für eine Verlängerung? Leider nicht. Leider nicht. Junge, die Grafik! Willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Ich habe eine Theorie. Okay. Der Teufel. Völlig zügellos, wie ein Schatten, der dem Körper entrissen wurde. Pass gut auf und handle, bevor der Dämon frei ist. Die aus der Hütte hat eine andere Unterhose, Bikini, selbst jene, die Unterwäsche. Herzens sind und ihre Nachtgebete sprechen. Die war so bläulich. Sonntags fühle ich weiter. Den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation. 18 Uhr? Einsamkeit. Aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Nein, möchte ich actually nicht. Ich finde, das können die nicht machen, dass ich Jacob einfach irgendwo kurz gespielt habe und dann stirbt er einfach, ohne dass ich irgendwie eine Entscheidungskraft habe. Das muss irgendwo anderes sein. Die haben einfach nur eine Leiche gefunden und wissen nicht, wer es ist. Safe. Bin ich mir so ziemlich sicher. Digga, das Game ist so nice. Oh, ich kann... Oha, ich kann sie bewegen. Zeig mir deine Popel, Baby.